Ach klar, war das. Moin Leute, hier ist wieder Donald-Kollege. Und wir testen heute mal wieder ein neues Bike. Um was geht's denn? Um ein neues Bike. Aha. Und zwar das hier Original Silage Pucki Bike für 10 Euro. Alter. Wo grad, okay. Also ich weiß nicht, hier war vorhin Widerstand. Wie dreht sich das nicht richtig? Irgendwas klemmt hier auf jeden Fall, aber ist egal. Ja, sieht gut aus. Hä? Komisch. Vielleicht ein bisschen zu fest. Hä, das haben wir vorhin noch fest. Ah, jetzt geht's. Ja, passt doch. Wahrscheinlich wegen der Rücktrittbremse. Kann sein, ja. Ja. Auf jeden Fall werden wir jetzt erstmal die rechte Leine damit zünden. Und erzähl doch erstmal, was das Bike für Details hat und so. Also, ach so. Anbauteile. Anbauteile. Fangen wir mit der Kurbel an. Millimeter, wie groß? Kurvativ kurbeln. Circa 10 cm. Dann ja. Race Face Lenker. Odessa Pedal. Fox 36 Gabel. Hm. Fox 40 Dämpfer mit 150 mm hinten. Ja, und das ganze. Schwalbe Hansdampfmäntel. Brakeless. Und Pucki Gepäckträger. Nice. Ja. Ja, dann begebe ich mich mal in Stellung. Machen wir. Er kommt tatsächlich rüber. Man mag es nicht glauben. Ja, wie ist denn das Feeling so? Fühlt sich das sicher an? Und man fühlt sich eigentlich relativ sicher, bis auf den Lenker. Hat natürlich eine gewisse Überbreite, den müsste man vielleicht kürzen. Stimmt schon. Für mehr Kontrolle. Aber, ja, also wenn man jetzt von oben guckt, der ist schon gut gebogen. Ja, auf jeden Fall. Und muss noch ein bisschen. Man muss sich halt, der Trick ist, man muss hier auf dem Ding halt sehr klein machen, weil man sonst komplett die Kontrolle verliert. Und der Sattel ist von Sellerie Royal, oder? Sellerie Royal Sattel. Aber wir machen nochmal die rechte Leine. Auf jeden. Ich weiß nicht, ob ich nachher mal zur Dirtline damit rüberfahre, aber erstmal muss ich mich richtig auf jeden auf die Dirtline. Ich muss mich aber erstmal richtig eintrainieren das mit dem Teil. Das klappert ja richtig gut. Kannst du nicht klemmen? Mach mal einen Double Bar Spin. Sick. Das sieht doch gut aus. Ja. Wir fahren nochmal. Woohoo!